Wir haben noch einen dritten Input, und zwar von Bernd Hirschberger. Er ist Referent für Menschenrechte bei der Deutschen Kommission Justitia et Pax und arbeitet viel im internationalen Kontext zum Thema Religionsfreiheit. Er wird jetzt für uns den Bericht des Pew Forums zur Religionsfreiheit und die Stärken und Schwächen dieses Berichts unter die Lupe nehmen. Ja, vielen Dank. Das passt jetzt tatsächlich eigentlich ganz gut zu dem vorigen Vortrag, weil tatsächlich jetzt auch deutlich wird, dass es da auch ein paar Unterschiede beim Pew Forum gibt im Vergleich zu den Daten, die Professor Kinzelbach vorgestellt hat. Also jetzt erstmal zunächst kurz zu dem Bericht. Das Pew Research Center ist ein unabhängiges Meinungsforschungsinstitut aus Washington DC. Es erstellt jährlich seit 2007 einen Bericht zur Lage der Religionsfreiheit. Im Gegensatz zum Bericht der Bundesregierung, den wir heute Abend noch diskutieren werden, ist der Bericht ein quantitativer Bericht. Da der Bericht der weltweit wohl am meisten rezipierte quantitative Bericht zur Lage der Religionsfreiheit ist, haben wir den Pew Report ausgewählt, um exemplarisch die Chancen und Probleme der quantifizierten Berichterstattung zu diskutieren. Ja, beim Pew Report gibt es zwei Indizes, die erstellt werden, die die Lage der Religionsfreiheit in verschiedenen Ländern messen. Einerseits gibt es den GRI, den Government Restrictions Index, der Einschränkungen von Regierungsseite erfasst. Und auf der anderen Seite gibt es den SHI, den Social Hostilities Index, der Anfeindungen gegen Religionsgemeinschaften und ihre Angehörigen aus den Reihen der Gesellschaft heraus erfasst. Ja, zur Erstellung des Scores, das hat Professor Kinzelbach schon kurz angeschnitten, werden verschiedene qualitative Berichte ausgewertet und dabei spielen insbesondere die Berichte des US State Departments eine zentrale Rolle. Also das ist eine ähnliche Methode, wie es Professor Kinzelbach auch schon für die am Beispiel vom Religions and the State Project vorgestellt hat. Also es findet keine eigenständige Erhebung statt, sondern es werden andere Berichte kodiert. Ja, wieso sind Zahlen attraktiv? Attraktiv sind quantitative Berichte wie der Pew Report dadurch, dass sie im Gegensatz zu quantitativen Berichten die Lage übersichtlich in zumindest scheinbar einfachen Zahlen zusammenfassen. Ja, die Forscher Birdsell und Beeman identifizieren in einem gemeinsamen Aufsatz drei Gründe, die den quantifizierenden Charakter für ein breites Publikum attraktiv machen. Zahlen sind schnell und bequem. Zahlen werden als objektiv wahrgenommen und zumindest hohe Zahlen haben das Potenzial zu schockieren. Ja, diese Begeisterung für Zahlen spiegelt sich tatsächlich auch in der medialen Berichterstattung wider. Im Vergleich zu anderen Berichten wird der Pew Report sehr häufig zitiert. Ein Grund dafür mag sein, dass sich die Daten aus dem Pew Report relativ einfach in plakativen Schlagzeilen zusammenfassen lassen. Zum Beispiel hier sehen wir ein paar Beispiele. Das Beispiel, dass die Religionsfreiheit weltweit immer weiter abnimmt. Also genau ein anderes Bild als jetzt vorhin das Beispiel von Widem, die Daten zeigen wir genau das gegenteilige Bild oder zumindest eher ein konstantes Bild. Also das passt nicht so ganz zusammen. Oder auch die Schlagzeile, dass die Religionsfreiheit in Israel auf dem Niveau Iran liegt. Da lassen sich auch mit anderen Ländern Beispiele finden. Solche plakativen Schlagzeilen werden ganz gerne aufgegriffen. Ja, einige wenige JournalistInnen allerdings sind mit ihren Schlüssen deutlich vorsichtiger und weisen auch auf Schwächen und Grenzen der Methodik des Pew Reports hin. Und in der Tat lohnt sich ein Blick ins Detail, wie sich auch ein Beispiel gut illustrieren lässt. Ja, hier sehen Sie zum Beispiel, dass Deutschland in beiden Indizes schlechter abschneidet als die Philippinen. Also eher so ein mittelmäßiger Wert für Deutschland, das widerspricht auch wieder dem Wert, zum Beispiel, den wir vorhin bei Wiedem in der Präsentation von Professor Kinzelbach hatten. Ja, sicherlich gibt es auch in Deutschland noch Verbesserungspotenzial im Hinblick auf die Religionsfreiheit und es gibt auch berechtigte Kritik. Die schlechtere Position Deutschlands überrascht aber durchaus, wenn man bedenkt, dass im Berichtszeitraum auf den Philippinen kirchliche Einrichtungen massiv unter Druck geraten sind, weil sie sich der Regierung gegenüber kritisch geäußert hatten. Also nur ein paar Beispiele, so zum Beispiel bezeichnete Präsident Duterte Mitglieder des Klerus der katholischen Kirche als Hurensöhne. Die Sendelizenz des größten katholischen Radiosenders wurde nicht verlängert und Berichten zufolge sind seit dem Jahr 2000 32 Seelsorger ermordet worden.
Und oft erwähnenswert ist, dass auf der Insel Mindanao herrscht zudem ein bewaffneter Konflikt, in dem gerade religiöse Spannungen eine zentrale Rolle spielen und der seit 1969 über 6.000 Menschenleben gekostet hat. Ja, auch auf die Betrachtung der Entwicklung der Werte in den Pew-Berichten über die Jahre hinweg überrascht durchaus. Also hier wieder das Beispiel Deutschland. Die massiven Schwankungen, die wir jetzt hier eben zum Beispiel am Beispiel Deutschland beobachten können, lassen sich eigentlich nur sehr schwer erklären, auch wenn man Ausnahmeereignisse wie die erhöhte Aufnahme von Flüchtlingen im Jahr 2015 und darauf folgende extremistische Reaktionen berücksichtigt. Also der Blick ins Detail wirft also durchaus Plausibilitätsfragen auf. Ja, jetzt ist die Frage, wie lassen sich solche überraschenden Einstufungen erklären? Wir haben tatsächlich beim Pew Research Center direkt nachgefragt und auf Nachfrage begründet das Pew Research Center den mittelmäßigen GRI-Score von Deutschland insbesondere mit Einschränkungen für das Tragen von Kopftüchern an Schulen und in Gerichten. Daneben wurde in Deutschland in den vergangenen Jahren insbesondere für die vermeintliche unberechtigte Bevorzugung von Körperschaften des öffentlichen Rechts gerügt. Und Deutschland wurde zudem auch für die vermeintliche Verfolgung von Scientology gerügt. Ja, an der Einstufung Deutschlands wird ganz gut deutlich, dass die Einstufung stark von der gewählten Methodologie abhängt. Dabei ist insbesondere auch die Frage der Gewichtung eine große Herausforderung. Die genannten Punkte zu Regulierungen des Tragens religiöser Symbole wie Kopftücher und zur Verwendung des Sektenbegriffs sind im Pew Report jeweils durch eine Frage repräsentiert. Und in dem Bericht werden alle Fragen gleich stark gewichtet. Damit fallen Fragen, also diese zwei Fragen fallen damit zum Beispiel genauso stark ins Gewicht wie Fragen, ob die Regierung physische Gewalt gegen religiöse Minderheiten anwendet oder ob die Regierung das Ziel verfolgt, eine religiöse Gruppe gänzlich zu eliminieren. Fraglich ist, ob eine Regierung, die letzteres Merkmal erfüllt, also schon fast genozidähnlich, überhaupt noch in Kategorien wie moderat fallen dürfte. Zudem gibt es auch weitere Probleme bei der Gewichtung, die sich daraus ergeben, dass zum Beispiel die Häufigkeit von Vorfällen und die Bevölkerungsgröße nur vereinzelt berücksichtigt werden. Ja, auch da kann man wieder bei Problemen, die schon Professor Kinzelbach skizziert hat, angreifen, auf das Problem der Ereignisdaten spielt hier sicherlich auch eine Rolle. Eine weitere Schwäche der Pew-Berichte ist zudem, dass das Konzept der Schrankenlogik kaum berücksichtigt wird. Fairerweise muss man auch sagen, dass die Pew-Berichte entgegen der allgemeinen Wahrnehmung, zumindest dem Wortlaut nach, auch gar nicht Religionsfreiheit an sich messen, sondern Restrictions und Social Hostilities. Also da sind wir wieder an dem Problem der Definition, was auch schon Professor Kinzelbach angeschnitten hat. Also dem Wortlaut nach geht es bei Pew um Restrictions und Social Hostilities. Aber es wird immer also wahrgenommen, dass es um Religionsfreiheit geht. Aber bei der Religionsfreiheit ist es so, dass Einschränkungen der Religionsfreiheit durchaus zulässig sein können, wenn sie angemessen und verhältnismäßig sind. Gerade im Hinblick auf die Frage, welche Einschränkungen im Hinblick auf das Tragen religiöser Symbole gerechtfertigt und verhältnismäßig sind, ist die rechtliche Debatte durchaus kontrovers. Sie zum Beispiel auch das jüngst erschienene Gutachten des Generalanwalts am EuGH zum Kopftuchtragen am Arbeitsplatz. Und ja, vor dem Hintergrund, dass einige religiöse Gruppen Menschen in totaler Abhängigkeit oder auch in den finanziellen Ruin führen, kann zudem durchaus den Begriff Sekte auch in ihrem Namen führen, um eine bessere Auffindbarkeit zu gewährleisten. Ja, auch spannend für die Zukunft, für zukünftige Ausgaben wird sich für den Pew-Bericht zudem die Frage stellen, wie gerechtfertigte Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie berücksichtigen wird. Also gerade in der Corona-Pandemie aus Hygiene- und aus Gesundheitsgründen sind durchaus Einschränkungen gerechtfertigt, solange sie verhältnismäßig sind. Mit dem aktuellen Fragenraster wird es spannend sein, wie sich das im Pew-Bericht niederschlagen wird. Ja, ein Grund für die Schwankungen über die verschiedenen Jahre hinweg
könnte die Datengrundlage der Pew-Berichte sein. Die Pew-Berichte stützen sich, wie wir schon gehört haben, insbesondere auf die Berichte des US State Departments. Eine eigene systematische wissenschaftliche Erhebung vor Ort findet nicht statt. Also es findet eben keine Befragung zum Beispiel von ExpertInnen statt. Fallen die Quellenberichte in einem Jahr ausführlicher aus als in einem anderen Jahr, ist es wahrscheinlich, dass aufgrund des höheren Detailgrads auch unabhängig vom tatsächlichen Ausmaß der Vermessung die Scores im Pew Report höher ausfallen. Also wir haben ja vorhin an der Grafik gesehen, dass die Schwankungen für Deutschland sehr, sehr groß sind beim Pew Report. Und bei dem Gegenstück vom VDEM Report, die Kurve sehr flach ist. Also hier wieder die Problematik der vielen Ereignisdaten, die eben in den qualitativen Berichten zu finden sind. Und bestimmt auch die Problematik der fluiden Kapazitäten, die Professor Kinzelbach angeschnitten hat. Ja, zusammenfassend gibt es eine ganze Reihe von Verbesserungsmöglichkeiten für die Macherinnen des Pew Reports. Insbesondere im Blick auf die Datenauswahl, Fragen der Gewichtung, die Berücksichtigung der Schrankenlogik und auch Fragen der Präsentation der Ergebnisse. Ja, genauer gesagt eben wäre es in der Tat hilfreich, eine eigene systematische Untersuchung vor Ort zu haben. Das kostet natürlich mehr Geld, das ist natürlich kostenintensiver. Alternativ sollte aber zumindest gewährleistet sein, dass das auch der politische Bias, der in bestimmten Quellenberichten immer vorhanden ist, berücksichtigt wird, insbesondere in staatlichen Berichten. Und es sollte auch berücksichtigt werden, dass alle untersuchten Länder wirklich gleich gut abgedeckt sind, dass es eben nicht dadurch zu Verzerrungen kommt. Im Hinblick auf die Methodologie stellen sich, wie ich vorgestellt habe, wäre auch im Blick zu nehmen, bei großen föderalen Staaten müsste man hier nicht auch eine innerstaatliche Differenzierung machen. Ich denke zum Beispiel an das Beispiel Indien, wo jetzt auch nicht alle Regionen die gleichen Probleme haben. Und auch eine bessere Berücksichtigung der Schrankenlogik im Fragenkatalog wäre durchaus angebracht und auch in der daraus berechneten Bewertung. Im Hinblick auf die Präsentation der Daten wäre noch mehr Transparenz tatsächlich hilfreich. Nicht alle Daten, die man wirklich für eine positiv anmerken kann man da, dass das Pew Research Center durchaus relativ auskunftsbereit ist, aber auch das dauert dann immer 2-3 Wochen, bis man da eine Antwort hat. Was gerade jetzt für die Vertreter von den Medien durchaus vermutlich ein bisschen zu lang ist. Ja, hilfreich wäre es sicher auch auf eine Triangulation quantitativer und qualitativer Daten auch in der Präsentation der Ergebnisse vermehrt zurückzugreifen. Für die praktische Arbeit wäre es auch interessant, hervorzuheben, welche betroffenen Gruppen für jede Länder jeweils einschlägig sind. Und ein ganz wichtiger Punkt noch, ein problembewusstes Framing der Präsentation der Ergebnisse, also auch explizit deutlich machen, was sind die Grenzen der Studie, kein Bericht ist perfekt, keine Methodik ist perfekt, aber dann muss man auch eben mit diesen Defiziten transparent umgehen und eben auch in der öffentlichkeitswirksamen Präsentation eben diese Defizite auch offenlegen. Ja, zuletzt ist auch zu sagen, umgekehrt sind auch wir als Berichts bewusst werden und diese Stärken und Schwächen bei unserer Interpretation der Ergebnisse auch berücksichtigen. Nur so können wir tatsächlich der Komplexität des Phänomens gerecht werden. Vielen Dank, Herr Hirschberger, für diesen genauen Blick auf die Berichterstattung des Pew Forums und auch dafür, uns vor Augen zu führen, an welchen Stellen es eine Art Verständnishilfe braucht, um auch Ergebnisse eines solchen Berichts richtig einordnen zu können.